Gott sei Dank und segnen alle. Nun, ich habe etwas zu verkünden, das mir seit meiner letzten Mission so in meinem, aus meinem Herzen nicht mehr rausgeht. Ja? Da, wo ich in Zürich an der Langstraße, dieser berühmten, leider berühmten, perversen Straße, ja, missioniert habe, also es war mir eine Ehre, dort zu verkünden, ganz ehrlich, weil diese Menschen, die nehmen das Evangelium an. Bereitwillig. Ich habe Sachen erlebt, die waren herzzerreißend. Ja? Die waren unglaublich stark. Und die haben es bereitwillig angenommen. Voller Freude. Ja? Und einige von denen, die wurden danach sogar direkt vor meinen Augen deportiert. Ja? Da kam einer mit einem Minibüschen und hat diese armen Frauen, die mit gebücktem Kopf, die waren völlig traurig, ich habe es gesehen und es hat mich so wehgetan, ja. Die wurden nachher deportiert. Die haben das Evangelium freiwillig, bereitwillig angenommen, voller Freude und haben gedankt, ja. Auf dem Traktat stand, wozu lebe ich? Ja, es ist unglaublich stark, weißt du. Ich habe allesamt, ich glaube nur noch ein paar sind da, allesamt verteilen dürfen. Ja? Auch an die Häuser von diesen Frauen, wo sie wohnen, rundherum. Der Herr hat mich überall hingeführt, wo sie wohnen. Das war unfassbar stark. Und auch andere Personen auf den Straßen habe ich getroffen. Auch solche, denen wahrscheinlich diese Bordelle auch gehörten. Das war so stark. Zwei Begebenheiten gab es, die sind mir ganz, wirklich, so, das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen, hat mich immer wieder an verschiedene Bibelstellen erinnert, die ich in meiner so großen Kampf, so großen Not, unfassbar viel Bibel gelesen habe, wirklich. Und ich lese auch sonst viel, aber es müsste noch viel, viel mehr sein. Da habe ich so viele Psalmen gelesen und wurde immer durchgeleitet, ja, und durch die Psalmen. Der Herr hat mir so gezeigt und zu mir gesprochen durch die Psalmen und den gesamten Hiob habe ich da gelesen. Wie vielten Mal, ich weiß nicht, nur der Herr weiß es, aber diesmal habe ich es völlig anders verstanden. Das sind mir ein paar wenige Verse aufgeleuchtet bei diesen zwei Begebenheiten. Die eine Begebenheit ist nicht der Toni, ja, nicht derjenige vor der, was war das, ein Dancebar oder einfach eine Diskothek. Ich lief davon, ich wusste dann nicht einmal, dass ich an der Langstraße bin, wirklich. Das musst du mir einfach glauben, ich kann das ja nicht beweisen. Ich habe das nicht gewusst, ich wusste nicht, wo bin ich. Ja? Der Herr hat mich hindurchgeleitet, das kann ich auch nicht erklären. Immer, du verstehst es oder nicht. Der Herr hat mich hindurchgeleitet, genau dorthin. Das ist nicht einfach direkt am Bahnhof. Da bin ich hindurch geleitet worden. Etwa drei oder vier Straßen weiter nach dem Bahnhof ist es. So wie ich das jetzt weiß. Ja? Das ist... Ich wusste das nicht. Ich habe das an diesen Frauen auch nicht kapiert. Ich habe mir gedacht, müssen die sich denn so anziehen? Aber ich habe gar nicht gecheckt, dass das Prostituierte sind. Ich wusste es nicht. Ja? Mich hat das nur gewundert... Da sind mehrere von denen am gleichen Ort. Wieso? Keine Ahnung. Ja? Und ich habe denen verteilt und die hatten so Freude, die haben Hoffnung bekommen. Ich habe es denen angesehen, die haben es echt einfach so genommen. Ja? Die eine hat gesehen, was ich verteilt hatte und hat auch eins gewollt. Sie hat so wie ein kleines Kind gewollt. Ja? Mich berührt das so sehr. Weißt du, wieso der Herr mich dorthin geschickt hat? Das mal vorab, sage ich mal jetzt. Ich habe sehr Wichtiges nachher zu dir zu sagen, dass dein Herz sehr erbauen wird. Glaub mir, sehr. Weil ich muss oft daran denken, ja, was da alles passiert ist mit diesen zwei speziellen Begebenheiten, mit diesen zwei Männern. Ja. Aber zuallererst dies. Weißt du, wenn der Herr jeden einzelnen Nachfolger Jesu Christus, nicht nur mich, von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf schickt, sogar außerhalb des Landes, weil du dich bereit erklärt hast, alles hinzugeben dem Herrn. Der Herr macht's, der Herr schickt dich. Ja? Einige meinen, der Herr denkt praktisch. Ja, die Gedanken des Herrn sind nicht unsere. Die Wege des Herrn, die sind nicht unsere. Ja? So hoch der Himmel über der Erde ist, oder? Verstehst du? Darum,
Steck den Herrn nicht in eine Schublade hinein. Gib dich dem Herrn völlig hin, so wie du bist, dass er dich formen kann, so wie er dich haben will. Und ich sage dir, der Herr formt, der Herr befreit, der Herr leitet. Und der Herr segnet es ab, all dein Tun, was du für sein Himmelreich zu tun dich bereit erklärt hast. Und zwar alles, weil du dem Herrn dich völlig hingibst. Leib, Seele, Geist, Herz, alles. Der Herr will alles. Er hat alles gegeben. Er will ganz einfach und simpel das. Alles. So wie du bist, will er dich. Und will dich so formen, wie er dich haben möchte. Ja? Wir müssen kleiner werden, der Herr größer. Immer mehr und mehr. Und das ist dann so in der Nachfolge. Wenn du überall hingeschickt wirst, du gehst hin, du verkündest, verteilst Tausende von Traktaten, du erlebst Zeichen und Wunder, dass die Menschen mit freiem Herzen das Evangelium annehmen. Allerdings viele sagen Nein. Weißt du, wie viele habe ich schon gesehen, die Nein gesagt haben? Und ich glaube, die haben mich sogar zum Teil verflucht und so. Und hat es alles gegeben. Der Herr schickt dich dann irgendwann zu denen hin, die bereitwillig, vollumfänglich bereitwillig das Evangelium annehmen. Ja? Zu diesen Frauen, die komplett zerstört sind, die sind verkauft, die sind wie ein billiges Stück Fleisch verkauft, die sind außerhalb ihres Landes, ja? Die sind einfach am Ende. Ich habe da früher Zeugnisse gehört gehabt, da war ich nicht bekehrt, ja. Kurze Zeit hatte ich mit Rockerbande zu tun, früher nicht direkt, aber war schon bald schon am Hineingleiten in diesen Wahnsinn. Nur damit du verstehst, mit was für Menschen das auch zum Teil zu tun hatte, wo ich fast schon ein Alkoholiker wurde, ja, wo ich Ferien gemacht hatte. 6 Wochen Ferien habe ich aufgespart. 6 Wochen Ferien, nur um zu saufen. Und ich habe angefangen gehabt, pur Whisky zu saufen. Am Anfang war es nur mit Cola, ja, literweise. Ja, aber da hieß es dann, da konnte ich dann auf einmal pur. Und danach ging die Schande erst los. Nur damit du verstehst. Ja? Ich weiß nicht, wie weit das da bis zu meinem Selbstmordgedanken kam. Und zwar um umzusetzen, ja? Nicht einfach ein Gedanke. Ich war da fertig, ganz klar. Ich weiß schon, was für eine Nacht das war. Aber allzu lange Zeit danach war das nicht. Ja, nach diesen 6 Wochen. Ferien, ja, Saufgelage und Schande in höchstem, maximalem Maß. Ich habe da Zeugnisse gehört gehabt von Prostituierten. Das, weißt du, diese Menschen, die machen das nie freiwillig, nie, nie, auf keinen Fall, sondern die sind so etwas von zerstört, so komplett am Ende. Sie werden gefangen gehalten. Für was ist der Herr gekommen? Ja, und das, was ich jetzt alles gesagt habe, ist mir klar, das weiß jeder. Ist schon klar. Aber ich muss es so mit Deutlichkeit sagen, weil das so speziell ist, wie der Herr das macht. Wenn die Menschen der Welt, die so sehr stolz sind auf ihre Schande und ich muss sagen, ihre Idiotie, weil es eine Idiotie, was sie tun, anhäufen wie ein Hamster und auf einmal verlangt man ihre Seele von ihrer Hand und ja an alles gedacht, ja, Lebensversicherung bezahlt und bezahlt und bezahlt, Häuser da und alles und alles, ja, aber an ihre liebe Seele haben sie nicht gedacht, ja. Der Herr sagt selber, du Narr, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und dann ist Ende, dann ist Ende. Diese Frauen, die sind seelisch zerstört, allesamt von denen eigentlich nehmen Drogen, allesamt von denen sind innerlich komplett zerstört. Sie wurden zum größten Teil dazu gezwungen, raus aus ihren Ländern zu gehen, damit sie viel Geld machen, weil das Geld hier ist wertvoll, das in ihrem Land ist kein Pfennig wert, sage ich mal so, kein Pfennig wert, kein Cent wert, ja, nichts. Dort verdienen die 200, 300 Euro. Wenn die hier 10.000 Euro in ihre Heimat bringen, was meinst du? Was meinst du, wie lange wird das für ihre gesamte Sippe dort reichen? Die da hungern und dürsten und zum Teil auch beobachtet werden, ja, von denen, die sie da rübergebracht haben. Nun, wieso sage ich das alles, was du so oder so schon weißt?
Weil der Herr schickt den Kind Gottes, der sich völlig bereit erklärt hat, ihm sich völlig hinzugeben, dorthin, wo genau diejenigen sind, die zutiefst niedergebeugt sind und geknechtet und weggeworfen von der Gesellschaft. Die so tief in der Sünde drin sind und sie sind komplett zerstört, innerlich, äußerlich, auf jede Art und Weise. Mir kommt diese Dame in den Sinn, die war eine Brasilianerin, denke ich, oder Kubanerin. Die ist mir von sehr weitem aufgefallen, wie sie von der Diskothek da rausgekommen ist. Sie hat ein schillernd goldenes Kleid. Sie hat mich dann direkt angeschaut und ich bin dann sofort zu ihr hingegangen mit Traktat in der Hand. Habe mich wie ein Magnet hingezogen. Ich wusste, da muss ich hin. Da muss ich hin. Ist auch ein Mann aus der Diskothek gekommen, daneben dran. Er hat Nein gesagt. Er hat sein Gesicht weggewendet von mir, hat sich geschämt für mich. Oder der Dämon in ihm hat mich nicht anschauen können. Ich habe solche Sachen immer wieder erlebt. Der Feind sieht es. Ja? Allerdings ist der Feind auch in diesem Fräulein drin. Ja? Weißt du, ich habe von ihr so eine Art von Liebe gespürt auf einmal. Immer wieder, von jedem Person. Ja? Der Herr macht die Herzen auf und sie sagen bereitwillig ja. Diese Frau ging nachher weg. Der Herr hat sie genau zum richtigen Zeitpunkt da rausgestellt und ihr Herz erweckt, wenn du es so haben willst. Und sie hat ja gesagt. Der Mann dort, nein. Ja? Er denkt, er hat schon alles. Ja? Er hat Macht, er hat Kraft, er ist stark. Ja? Er war ganz, ganz schick angezogen und wahrscheinlich arbeitet er dort in irgendeiner Position, wo er das Gefühl hat, das ist es, und Geld und Macht und Ruhm. Ja, Frauen, Party, Drogen, typisch. Aber dieses Fräulein, die war zerstört. Ich habe sie gesehen, wie sie sich da angelehnt hat. Ja, war ganz schick, das Fräulein, 1,80 etwa so. War zwar goldig und so angezogen, sah ganz interessant aus, das Ganze, weißt du, einfach goldig, wie eine goldene Statue hat sie ausgesehen. Und hat mir so leid getan und hat mich direkt angezogen zu ihr und hat das gegeben und gespürt, der Herr macht dir die Herzen von diesen Leuten allesamt auf. Das habe ich nicht in jeder Mission so erlebt. Ich sage es dir, nicht immer. Bei diesen Menschen war es so. Ob Mann oder Frau, bei allesamt. Ja. Ich durfte auch schon mal bei einer Mission zu Transsexuellen einfach so Traktat geben. Das war im französischen Teil von Wallis. Ja. Bereitwillig. Ja, bereitwillig angenommen. Ja, soweit ich weiß, war es im französischen Teil der Schweiz, genau. Bereitwillig angenommen. Immer diejenigen, die verworfen sind, ja, die sagen, ja, ich will, ja, ich will. Bei anderen ist immer so, ja. Nur so viel dazu. Es musste ich so loswerden. So zu den zwei Begebenheiten. Der erste war der Toni. Das war auch genau vor diesem Diskothek und wahrscheinlich wurden da auch Prostituierte verkauft. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich wusste nicht, dass ich an der Langstraße bin, bis der Mann neben dem Mann, Toni, dort mir gesagt hat, schau doch herum, die Frauen, siehst du nicht, dass das die Langstraße ist? Hat ihn gestört, dass ich da verkünde. Ja? Aber er hat es gehört. Ja? Und wo ich dann auch bekannt habe, dass unser Herr Jesus Christus mich da hingeschickt hat, weil mich hat es die ganze Woche gedrängt, nach Zürich zu gehen. Da hat er dann auch ganz gut gelauscht. Und irgendwann ist er dann weggegangen, weil es ihm genug war. Aber er hat es gehört, für eine lange Zeit. Ja? Er war nur etwa so weit neben mir, etwa so einen halben Meter. Er hat es gehört. Und der Toni hat mir einen Kaffee ausgegeben. Und wir hatten dieses sehr intensive Gespräch, das ihn schlussendlich zum Weinen gebracht hat. Und ich durfte ihm die Tränen abwischen. Und ja, war sehr intensiv. Und so viel dazu. Nun, dieser Mann hat allerdings gesagt, er ist 67 Jahre alt und ja, Kapital, dies, das, alles Mögliche und jetzt gibt er es aus und so und wie gewohnt.
Bauarbeiter, hoch oben wahrscheinlich, viel verdient er und gibt alles aus für die Prostituierten und alles Mögliche. Nun aber hat er mir gesagt, wo ich gesagt habe, es kommt ein Gericht über dies alles und du kannst davon befreit werden, von all deiner Schuld, hat immer wieder der Teufel durch ihn gesagt, nein, 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 hat immer so reagiert, nein, 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 und hat mich so angetippt und so, ich soll ihm zuhören. Bin ich mal ganz dicht an ihm und habe ihn alles reden lassen von seinem Herzen. Ja? Ging immer wieder um Schmerzen von wegen seiner toten Mutter und Vater, musste denen sogar im Krankenbett abwischen und alles. Es war ganz heftig, ganz schlimm. Ich habe den Schmerz aus ihm dann nachher rausgeholt. Ja? Ja, er hat sein Leben mehrfach versucht, unserem Herrn Jesus Christus zu übergeben, hat es nicht geschafft. Komisch ist bei diesem Mann, er hat das alles gut geheißen, was er da macht. Ja, Hurerei, Saufen, sein Reichtum und alles. Ja, keine Familie, nichts und keine Hoffnung, nichts. Angst vor dem Tod, bittere Angst, dass er sogar einen Vertrag der Mafia eigentlich unterschrieben hat, dass man ihn ausknipsen kann, wenn er sehr, sehr schlecht drauf ist. Wenn er dann nicht mehr richtig leben kann, dass man ihn ausknipst. Wenn einer solche Sachen unternimmt, ja, der ist große Furcht vor dem Tod. Er hat gesagt, ja, ich bin 67, ich könnte dein Vater sein. Ist interessant. In der zweiten Begegnung, der andere Mann, dieser Inder, der mir gesagt hat, er kann 16 Sprachen, er ist schon in Mekka gewesen, in Jerusalem gewesen, überall auf der Welt gewesen. Und habe ich ihm gesagt, ja und? Ja und? Ja, er wäre so alt, er könnte mein Opa sein. Und mit Weisheit und Erkenntnis eben, meinte er, ja, 16 Sprachen und das, das, das. Ja, haben gesagt, ja und dann? Ich habe gesagt, ich bin ein Ex-Buddhist, ich weiß Bescheid über den Buddhismus. Er hat mir gesagt, aber ich bin ein Buddhist. Ja, also immer höher gestellt wie ich und so. Ich habe gesagt, das bringt dir aber nichts. Ja, wichtig ist, dass du unseren Herrn Jesus Christus kennst. Also ich habe ihm auf die Art gesagt, dass du den Weg kennst. Das habe ich ihm zu 100% Wort für Wort so gesagt. Es ist wichtig, dass du den Weg kennst. Unser Herr Jesus Christus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer denn durch mich. Niemand kommt zum Vater, außer denn durch mich. Konnte ich nicht mal fertig reden, hatte mir gesagt. Wer hat das Kreuz gemacht? Und hat mich nicht mal angeschaut, ja, so total abwertend. Wer hat das Kreuz gemacht? Ich habe gesagt, Menschen. Wer war Jesus? Gott selbst. Er hat gesagt, nein, der war nur ein Mensch. Haben gesagt, es war Gott selbst. Gott selbst ist in die Welt gekommen. So einfach ist das. Gott selbst ist in die Welt gekommen, ins Fleisch gekommen, ja, Gottes Sohn selbst ins Fleisch gekommen und alle unsere Schuld ans Kreuz gebracht. Ich habe ihm auf die Art gesagt, auf die oder andere Art, ich weiß nicht Wort für Wort, aber ich habe ihm ganz klar gesagt, ganz kurz und klar, und hat dann seinen Kofferraum zugeknallt und hat mich dann angeschaut. Ja. Für einen Moment ist wie in sein Herz gekommen und dann hat er. Habe ich ihm gesagt, ist zu einfach, oder? Habe dann ganz laut gesagt, ist zu einfach, oder das Kreuz? Ja, darum nimmt der Mensch es nicht an. Ist viel zu einfach. Er hat dann wieder so alles verneint und hat gesagt, ich muss jetzt gehen und so ist in sein Auto. Ja, ich hoffe, er kommt mit seiner Frau gut klar, weil in seinem Restaurant dort, habe in seinem Restaurant seiner Frau ein Traktat gegeben. Danach, wo ich dann aus diesem Restaurant raus bin, habe ich ihn gesehen und hat dieses Gespräch angefangen. Nun also, und seinen Namen habe ich leider nicht erfahren. Nun also, der eine sagt, und dieser Mann hat gesagt, ja, Gott ist in deinem Herzen. Ich habe gesagt, nein, ja, nein. Wenn du Schuld hast, und diese Schuld kannst du nur von unserem Herrn Jesus Christus bekennen, dass es von dir weggenommen und abgewaschen wird mit seinem heiligen Blut, das er am Kreuz in Golgatha vergossen hat. Da vor den Toren Jerusalems. Ich habe ihm alles auf die eine oder andere Art ganz kurz und knackig erklärt. Das sind nur 5 Minuten etwa gewesen mit ihm. Mit dem Toni, 20 bis 30 Minuten, habe ich schön Zeit gelassen. Und er hat die längere Zeit eigentlich geredet. Aber gegen Schluss
war ich wirklich forsch und ich wollte, dass sein Herz endlich mal aufgeht. Und das geschah. Er hat dann geweint, er hat sein Leben Jesus übergeben wollen, hat es mehrfach versucht. Es sind auch Menschen hinten um uns herum gelaufen. Mir war das völlig egal. Das war ein ganz spezieller Moment. Ganz speziell. Einer hat behauptet also, er ist sehr weise, 16 Sprachen, alles in der Welt gesehen, meint Gott wäre in seinem Herzen. Ja? Mit pechschwarzen Pupillen, so hat er mich angeschaut und ich bin trotzdem nahe zu ihm herangegangen, damit wirklich der Feind kapiert, dass da verkündet wird. Ja? Wenn einer so von sich redet, das ist nicht der Mensch unbedingt zu 100%, der da durchredet, sondern einer, der einen einschüchtern möchte. Ich kenne das. Das habe ich nur wenige Mal, glaube ich, erlebt, aber das kenne ich. Das ist immer so einschüchtern. Ja, ich weiß mehr, ich weiß mehr. Nein, dieser Mensch weiß genau eben gar nichts. Ja? Und dazu will ich jetzt etwas dann lesen. Einer hat behauptet, er könnte mein Vater sein, darum sollte ich auf ihn hören. Der andere hat gesagt, dieser Inder, ja, er hat noch so gemacht zu mir. Er war noch mit seinem Handstaubsauger, so kleines Elektrostaubsauger, den vorderen rechten Türe dort unten am Saugen, innen dran von seinem Auto. Und ich bin trotzdem noch näher zu ihm. Er hat gedacht, wegen dem Lärm gehe ich weg. Das sind Taktiken des Feindes immer, ja. Ich will nicht hören, ich höre dich nicht, geh. Ja? Nein, dranbleiben, dranbleiben. Er hat sicherlich noch überlegt, was ich ihm alles gesagt habe. Ja? Er kann noch so rundherum reden. Die Botschaft vom Kreuz ist ganz einfach. Darum ist es eine Torheit für diejenigen, die eben verloren gehen. Ja? Aber es ist Gottes Kraft für diejenigen, ja, die zu ihm eben gehören, zum Herrn. Ich lese es dir nachher Wort für Wort vor. Nun, der eine heißt die Sünde gut und sagt auch, dass er in den Himmel kommt, hat der Toni gesagt, einfach so, so wie er ist, ja, ein muss leider so sagen, ein Hurer. Ja, einer, der fürs getötet werden sogar unterschrieben hat, wie schlimm. Und was hat er alles andere getan, weiß nur der Herr und er. Mit dieser Schuld läuft er herum und war so fix und fertig vom Leben selbst. Und sagt mir eben, er könnte mein Vater sein, ich solle auf ihn hören. Der andere sagt, er könnte mein Opa sein. Komisch, ja, einer ist 67, andere 77. Einer denkt, er könnte mir Weisheit rüberbringen und alles schönreden von seiner Sünde und allem. Und es gibt kein Gericht, es gibt kein Gericht. Ja, er kommt einfach in den Himmel. Ja, hopp, komm, bitteschön, Toni. Ja, was mit der Schuld? Ja, was mit dem Wahnsinn, den du da machst? Bezahlst Frauen, damit du sie vergewaltigen kannst. Ja, trinkst dich kaputt. War 2 Uhr fast nachmittags. Und er war stockbesoffen von der letzten Nacht. Ja. Nur so am Rande, so viel dazu. Und der andere 77 sagt, er könnte mein Opa sein. Du sollst auf mich hören. Ja? Ich habe alles gesehen. Mekka, Jerusalem, alles. Er 16 Sprachen und das. Ich hätte ihn fragen sollen. Zähl mal auf, wie viel kannst du von jeder Sprache? Hätte ich mal fragen sollen. Ja? Könnte 16 Sprachen. Wenn du das so siehst, kann ich auch 5, 6 Sprachen. Ja? Ich kann immerhin im französischen Bereich klarkommen und italienischen. Ohne Kenntnis davon. Wenige Wörter. Heißt das, ich kann diese Sprachen. Ja. Dann kommt noch Englisch dazu, Türkisch, Deutsch. Siehe da, 5 Sprachen. Bin ich wegen dem weise? Bin ich wegen dem klug? Es ist einfach, der Mensch ist so stolz. Ja. Je mehr der Mensch sieht, ja, das Auge sieht nie satt, das Ohr hört nie genug. Ja. Das Menschenherz bekommt nie genug von der Welt. Ja. Was nützt es einem Menschen, wenn er die Welt gewinnt, aber seine Seele verliert? Ja? Das ist mir immer dort offen geworden, durch diese beiden Männer. Und ich habe sie beide sehr lieb. Ja? Ich hätte sie beide am liebsten umarmt. Ich habe dem Toni zuletzt auch gesagt gehabt, wo er gesagt hat, weg, weg, weg. Ja? Nach zweiten oder dritten Versuch, sein Leben Jesus zu übergeben, hat der Feind ganz direkt durch ihn zu mir geblickt und ich habe auch gespürt, ich muss einfach jetzt weiter. Irgendwann ist Schluss. Weil er hat es gehört, ich habe ihm wieder Traktat angeboten, wieder nein. Ja, weißt du, wieder nein. Hätte doch ja gesagt, hätte es doch angenommen.
Ich bete für diesen Mann noch ab und zu. Ja? Ich hoffe, er findet zum Herrn. Ich hoffe, der Herr schickt noch jemanden. Ja? Was hat der Apostel Paulus gesagt? Wer ist Apollos? Wer ist Paulus? Ja? Nur Knechte Gottes. Ja? Derjenige, der den Samen auswirft, ist Gott. Der, der es begießt, ist Gott. Der, der den Wachstum gibt, ist Gott. Was ist derjenige, der es dann verkündet? Nur eine brauchbare Vase, sonst nichts. Ja? Alles dem Herrn befohlen, alle Ehre gebührt ihm. Er macht das. Jetzt habe ich den Samen in sein Herz geworfen. Er hat zwar Nein gesagt, aber der Herr hat andere Methoden zu ihm zu rufen. Sogar im Totenbett. Ja? Ich bin mir ganz sicher, vielleicht kommt noch ein Verkünder. Ja? Nun aber sehen wir die Tragweite von dieser Situation an. Der eine denkt, er wäre super weise, der andere heißt alle seine Sünden gut. Nun, das Alter macht es echt weise. Schauen wir mal an. Und zwar bei Hiob. An das wurde ich sehr, sehr stark erinnert in dieser Situation bereits. Und zwar sofort. Hier, Hiob. Das Römer, ja, Hiob. Hiob 32. Genau, Hiob 32, Vers 6 bis 9. Und so antwortete Elihu, der Sohn Barachels von Bus: Ich bin noch jung. Ihr aber seid alt, darum habe ich mich gescheut und gefürchtet, euch mein Wissen zu verkünden. Ich dachte, lasst das Alter reden und lasst die Menge der Jahre Weisheit beweisen. Jetzt hör genau zu, das ist sehr tief in meinem Herzen aufgeleuchtet, aber es ist der Geist im Menschen und der Odem des Allmächtigen, der sie verständig macht. Die Großen sind nicht die Weisesten und die Alten verstehen nicht das Recht. Ja? Noch einmal, aber es ist der Geist im Menschen und der Odem des Allmächtigen, der sie verständig macht. Die Großen sind nicht die Weisesten und die Alten verstehen nicht das Recht. Der Heilige Geist, ja, gibt Verständnis, weil Gottes Geist ist Weisheit, nicht die Weisheit der Menschen. Jetzt schauen wir an, weshalb. Und das bei 1. Korinther anscheinend. Ja, genau. Also, 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 18, ab Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Das genau, was leider der Inder da gesagt hatte. Dieser Inder, ja. Denn es steht geschrieben: Ich will die Weisheit der Weisen zunichte machen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein gewandter Redner dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Verkündigung die zu retten, die daran glauben. Ja. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus als Gekreuzigten, für die Juden ein Ärgernis und für die Griechen eine Torheit. Aber für die, die berufen sind, Juden wie Griechen, predigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Viele dieser Prostituierten dort werde ich als Schwestern dort oben umarmen dürfen. Ich glaube ganz fest daran. Und wenn der Herr will, gehe ich auch an andere Orte. Ich weiß jetzt zwar nicht, wo es noch solche Straßen gibt, keine Ahnung, wirklich. Danach forschen will ich auch nicht, weil, naja, man sieht dann komische Seiten. Aber vielleicht schickt der Herr mich einfach so, keine Ahnung. Aber nachforschen tue ich nicht, nein, wehe mir. Ja. Aber genau diese Frauen,
Die haben es bereitwillig angenommen und alle anderen genauso, die dort zu dieser Zeit nicht waren. Ich habe so Freude in meinem Herzen. Ich hoffe, du verstehst den Ausmaß dieser Situation und das wegen diesem Mann, diesem Inder. Ja? Jetzt schau. Aber für die, die berufen sind, Juden wie Griechen, predigen wir Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Und die Schwachheit Gottes ist stärker als die Menschen. Ja? Alle Menschen. Sondern was? Seht doch eure Berufung an, Brüder. Nicht viele von Natur aus weise, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind berufen. Sondern was töricht ist in den Augen der Welt, das hat Gott erwählt, um die Weisen zu beschämen. Und was schwach ist in den Augen der Welt, das hat Gott erwählt, um zu Schanden zu machen, was stark ist. Das berührt mich so sehr. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts gilt, um zunichte zu machen, was etwas gilt. Damit sich vor ihm kein Mensch rühme. Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung gemacht wurde. Damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Halleluja. Ja? Siehst du? Wer von denen ist jetzt weise? Die Frauen dort, die mit geneigtem Kopf einfach so zerstört in den Wagen hinein verschifft wurden, ja, wie so hineingeworfen wurden praktisch vor meinen Augen. Ich habe dieses Fräulein gesehen, die war völlig fertig. Wohin wird sie gebracht? Die war am Ende, so trauriges Gesicht. Ja. Ich hoffe, sie war eine von denen, soweit ich weiß, sie war eine von denen, die Traktat genommen hat. Die haben alle genommen, alle. Ein Fräulein kommt mir in den Sinn, die den Traktat nicht genommen hat. Ja, die hat es abgewiesen, so. Sie hat wahrscheinlich mein Gespräch mit Toni eben gesehen. Die eine links hat es dann genommen, sie hat nein gesagt, so nein, 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 nein. Sie war richtig so von Gott enttäuscht, habe ich gesehen, nein, nein, nein. Die anderen wieder bereitwillig genommen, ja. Ich hoffe, du hast es verstanden, was ich sagen wollte. Nun, zum Fall Toni und die anderen, die das Gefühl hatten, sie wären stark und klug und sie wären so wunderbar. Diese wenigen Männer, die Nein gesagt haben. Und zwar 1. Römer, also Römerbrief Kapitel 1. Ab Vers 18. Denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit unterdrücken. Denn was man von Gott wissen kann, ist unter ihnen offenbar, weil Gott es ihnen offenbart hat. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, ist seit der Erschaffung der Welt im Geschaffenen zu sehen und zu erkennen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Obwohl sie Gott kannten, haben sie ihn weder als Gott geehrt noch ihm gedankt, sondern sind in ihrem Denken dem Nichtigen verfallen. Genau, in all diesen Gesprächen kam dies immer raus. Ja, sind in ihrem Denken dem Nichtigen verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Weil sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild eines vergänglichen Menschen, der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere verwandelt. Darum, ja, darum, wenn einer sagt, warum sollte Gott das machen? Genau eben darum, weil sie dies alles gut heißen, ja, und Gott einfach nicht die Ehre geben, Gott gar nicht anerkennen wollen. Gott können sie erkennen durch alles um sie herum, alles. Und doch sagen sie, nein, kommt auch kein Gericht, obwohl sie es spüren. Das, was man im Finstern tut, tut man auch im Finstern, weil es so schlimm ist. Aber nicht nur, dass sie das Schlimme tun, nein, nein, sie erzählen das auch noch weiter an diejenigen, die noch daran gefallen haben. Ja? Das ist das eben, das finstere und böse Herz des Menschen. Ja? Obwohl sie das Gottes Gericht darüber erkennen. Das Finstere, was du im Finstern tust, das tust du nicht am Alltag in deiner Firma.
Du machst das nicht. Ganz klar. So viel dazu. Ich habe jetzt noch ein bisschen mehr auslegen wollen, dies, aber ich glaube, das ist jetzt fehl am Platz. Ja? Du verstehst, was ich meine. Alles, was man im Finstern tut, tut man auch im Finstern, damit es keiner sieht, weil man sich dafür schämt und weil es wahrscheinlich schlussendlich sogar zum Gefängnis führt. Was auch immer. Was auch immer. Ja, Raub, vielleicht Totschlag sogar. Das kündigst du nicht einfach so vorher an oder so. Das machst du im Finstern, weil es der Finsternis angehört. Und die haben Freude daran und geben es denen weiter, die noch Freude daran haben, an denen, die auch daran Freude haben. Und somit wandeln sie in diesem Wahnsinn, erkennen Gott nicht mehr, obwohl sie ihn erkennen können vor sich und sagen, das ist okay, so wie wir sind, das ist alles gut so, lass mich in Ruhe, kommt doch kein Gericht, ich komme eh in den Himmel, ja, ja, Friede, Freude, Eierkuchen, nein, nein. Und du machst es denen klar, mit dem einfachen Botschaft des Kreuzes Christi. Ganz simpel und einfach ist das Kreuz von Christus und so über alles mächtig. Ja? Rede mit denen über Buddha, das ist kein Ding. Rede über Mohammed, ja, da kommt es noch dicke, ja, da wird es noch interessant. Ja? Aber rede mit denen mal über unseren Herrn Jesus Christus, wo sein Name erschallt. Ich bete bei der Arbeit sehr lange, weil der Herr mir diese Zeit gibt. Ich muss nichts überlegen, ich habe Zeit für jeden zu beten und ich nutze diese Zeit aus. Allein durch die Gnade des Herrn habe ich diese Möglichkeit. Wenn ich nur leise sage, also Jesus, ja, Herr Jesus Christus, ich sagte, die reagieren um mich herum schon, ohne dass sie es hören, weil die geistige Welt bebt und zittert, wenn du den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufst. Es ist so eine Vollmacht dahinter, besser gesagt eine Macht dahinter, nicht Vollmacht, Macht dahinter. Ja? Es ist etwas Gigantisches, wenn du dann unseren Herrn Jesus Christus verkündest. Und sie wissen das dann. Da ist was dran. Aber eben, ja, ihre Herzen sind verfinstert. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit, ihre eigenen Leiber an sich selbst zu schänden. Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verwandelt haben und das Geschöpf geehrt und ihm mehr gedient haben als dem Schöpfer, der gelobt sei in Ewigkeit. Amen. Genau, so viel dazu. Ja, das war's schon, genau. Das wollte ich so sagen, damit du, das musste von meinem Herzen direkt wegkommen, das ist so in meinem Herzen geblieben. Ja, das musste einfach weitergegeben werden. Und es ist eine schmerzhafte Erfahrung. Ja? Ich habe alle Menschen dort genau gleich lieb. Alle genau gleich. Diese Frauen dort als meine Schwestern, würde ich fast sagen, obwohl sie nicht meine Schwestern sind, werden viele sein. Ich werde viele von denen da oben umarmen können als meine Schwestern. Ganz sicher. Ganz, ganz, ganz sicher. Ja? Auch wenn es nur 4, 5 von denen wären. Weißt du, wie viele das sind? Das ist extrem viel. 4, 5 von diesen Frauen dort, die zum erretteten, lebendigen Glauben kommen. Ja? Wozu lebe ich? Ich habe diese fragenden Gesichter und diese Gesichter voller Hoffnung gesehen, wie es aufgeleuchtet ist. Und sie haben untereinander schon angefangen zu reden. Und einige haben es sofort in ihre Tasche eingesteckt, ja, dass man es ja nicht von ihnen wegnimmt. Andere wiederum, der eine Mann, der kommt mir auch immer wieder in den Sinn, dem habe ich auch geben wollen, ja, und hat gesagt, so eins habe ich schon. Hab gesagt, okay, ja, Halleluja, also glaubst du an unseren Herrn Jesus Christus? Und ist dann gelaufen und nur 4, 5 Sekunden später hat er sich automatisch zu mir gedreht und hat einen Traktat so bitten, wie ein kleines Kind, ja, hat es dann genommen. Das hat mich sehr erstaunt, das war ganz speziell. Er hat es nicht von meiner Hand weggerissen, sondern so bittend, ja. Er hatte so irgendeine Tasche, so großen, glaube ich, soweit ich mich erinnere. Ja. Weil, keine Ahnung, wer er war, was er war, aber genau dieses Traktat, dass er dies hat, er läuft an der Langstraße, ja. Dort läuft normalerweise keiner einfach so durch. Diese Straße ist reserviert für diese Branche. Diese Branche, dieser Wahnsinn, was dort abgeht.
Noch die Zwischenstraßen, wo ich dann lief, ich habe das gesehen, das Ganze ist überall dort, wie eine Seuche, und ich habe überall verteilen können, allesamt bereitwillig angenommen. Die zwei eben, diese zwei Männer, die haben mir dies zu denken gegeben. Und das ist mir dort sofort alles aufgeleuchtet, genau dies alles, was ich jetzt gelesen habe. Ich hoffe, ich konnte dir das richtig rüberbringen. Es soll dich zum Denken bringen, noch einmal nachsinnen über dies alles. Und es soll dich auch stärken. Der Herr hat nicht viele Starke erwählt, ja? Nicht viele, sondern diejenigen, die schwach sind, ja? Die Verachteten, die hat der Herr erwählt. Die haben Ja gesagt. Das ist stark. Amen.